Irgendwer singt da. Ach, das Viech. Verschwinde! Kannst du mal still sein? Ich will dir eigentlich nicht zuhören, da. So. Der hat in diesem Waggon hier gelebt. Und einen Raider überfallen. Munition. Passt. Da sind noch mehr. Der hat aber nichts Besonderes dabei. Ist auch noch einer. Die können wir auch nochmal durchblündern. Okay, ist empty. Wir haben wieder ein Gebiet gefunden. Wahrscheinlich das da. Das schaut jetzt auch nicht so aus, als würde uns das besonders was bringen. Wir sollten uns, wie gesagt, nicht von unserem Ziel abhalten lassen, gell? Schauen wir uns nur noch da an. Oh. Bisschen zerfleischt. Empty. Munition. Locked easy. Haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Passt. Oh ja. Das war ein Grund zum Abschließen. Flammenwerfer. Okay, und wir sind überladen. Paintgun, Paintgun. Ne, ist nix. Okay, und wie viel sind wir überladen? 28. Das ist nicht gut. 32er Pistol wiegt, ist jetzt auch nicht so schwer, gell? Wir brauchen irgendwas. Irgendwas, was heavy ist. Und dann müssen wir schnell was verkaufen. Wie wäre es, wenn wir das hier kurz ablegen? Wir sind immer noch zu schwer. Das wiegt 3. So. Jetzt, wir haben ja hier den Ort entdeckt. Genau, und jetzt können wir schnell nach Megaton reisen. Unser Zeug verkaufen. Und dann wieder zurückreisen. Unser Overall und so hoffentlich ist er dann noch da. Das wieder anziehen und dann geht's weiter. Hoffe ich mal. Megaton. Ich wünsche einen angenehmen Megaton. Und was trinken müssten wir mal wieder. Also beziehungsweise gesundheitstechnisch müssten wir mal wieder ein bisschen nach oben kommen. 112 Sachen haben wir schon getötet. Was eigentlich ganz gut ist, denn wir müssen auch in die Vault. 112. So, und die Typen sind da. Sehr, sehr gut. Give me all your money. Looking for that special something? Ich glaube, ja, eher dein Geld. Also, da hat er wieder gar nichts dabei. High quality problem solvers. Okay. Dann bekommst du den ganzen Müll. Zum Beispiel den da. Den auf jeden Fall mal. Und schon ist er pleite. Scheiße. Aber der hat nichts, was ich will. Ich will keine Schematik kaufen. Vor allem nicht für den Scheiß. Aber 32er. Ist das nicht das, was wir für unsere Dinge hernehmen? Ich glaube schon. Machen wir mal kurz Accept. A pleasure doing business with you. Until we meet again, keep yourself alive. Schauen wir mal kurz, was für Munition nehmen wir denn bei dem hier. Weapons. Ammo. 32. 5, 3, ja, dann ist das. Dann kaufen wir von dem die ganze Muni für das Ding. Enjoy my selection of high quality problem solvers. Und dann kann er uns wieder ein bisschen Geld geben. Wenn wir irgendwas noch haben, was einen Haufen Geld Haufen wiegt, das da zum Beispiel. Und schon geben wir ihm nur noch 7.
Da würde 18 Zoll nehmen, mehr kann er nicht machen. Okay. Until we meet again, keep yourself alive out there. Ja, wunderbar. Dann sind wir aber immer noch nicht wirklich leichter. Das heißt, wir schauen noch kurz nach. Genau, nach River City. Beziehungsweise nach dahin. Zu unseren anderen Typen. Ich hoffe, die sind da. Dann können wir nämlich denen noch was verkaufen. Und sie sind, so wie es ausschaut, da. Sehr gut. Sie sind gerade auf dem Sprung anscheinend. Here to shop? Please. Enjoy my selection. Oh, der hat ja auch nur 7. Was will ich denn mit den Leuten, die so wenig Ding haben? Ich glaube, das ist sogar dasselbe, habe ich so das Gefühl. Der ist zufälligerweise ganz schnell darüber gewandert. Weil der hat nämlich dasselbe. Okay, dann muss ich wieder los. Keep yourself alive out there. Das Blöde ist, wir sind immer noch viel zu sehr beladen. Und jetzt kommt dann nochmal unsere Rüstung dazu. Das ist nicht so gut. Naja, kann man nichts machen. Wir werden da schon nochmal irgendwo einen Zwischenstopp einlegen können. Jetzt holen wir erst unser Zeug wieder und dann gehen wir mal weiter. Und ich glaube, ich brauche einen Schluck zu trinken. Oh, Moment. Machen wir mal kurz Pause, nicht, dass wir überfallen werden. So. Und ich habe gerade gesehen, oder mir ist gerade aufgefallen, dass es dunkel geworden ist. Das heißt, wenn wir hin und her reisen, vergeht Zeit, ja? Aber unser Leben füllt sich da nicht auf. Leider, leider, leider. So, und ich frage mich auch ehrlich gesagt, was uns das gebracht hätte, wenn wir hier reingegangen wären. Weil ich sehe hier nichts, was uns was bringt. Kann man sich vielleicht einsperren. Um sich vor den bösen Viechern zu bewahren. So. Und schon haben wir nur noch gar nichts mehr quasi frei. Broken item cannot. Ah, okay. Dann drop. Haben wir wenigstens wieder ein bisschen was. So, jetzt hat World Map. Wir haben immerhin von da nach da sind wir schon mal, naja, ein Stückchen weiter gekommen. Jetzt ist es natürlich wieder Nacht, wo wir ja eigentlich vorher extra noch geschlafen haben, damit wir nicht bei Nacht reisen müssen. Aber weil ich so super schlau war. Naja, was bist denn du für einer? Good to see you. Hey, hey man, you need something? A little fix, maybe? Some jet? I got jet. Psycho too. Take a look. Can you hook me up with some gems? Sure, sure. I got it all. Check it out. Okay. Der Typ kann aber nur verkaufen. Stimpack hat er ein. Für 35. Red X. Aber Stimpack kann man immer brauchen, ja. Kann ich dem nicht auch irgendwie einen anderen Scheiß verkaufen? Irgendwas, was ich nicht brauche. Okay, nee, das verkaufe ich jemand anderen. Der wird mir 61 dafür zahlen. So viel Kohle hat der Typ gar nicht. Das wiegt immerhin, ja. Muss von meinem blöden Gewicht wegkommen, hä? Aber das Problem wisst ihr ja mittlerweile schon, dass wir das haben. Okay, das hat kein Gewicht. Das hat auch kein Gewicht. 250 ist die wert. Okay.
Was? Ich habe 10. Ich habe 10 Mini-Nukes. Okay, krass. Wusste ich nicht. Ich werde doch noch irgendwas verkaufen können, was ein bisschen mehr wiegte. Aber anscheinend... anscheinend nicht. Okay. Das wiegt nichts. Das heißt, es bringt mir nichts. Ja, okay. Accept. Give me a shout if you need. Bye. Wasteland Junkie. Das ist eine nette Art, jemanden so zu beschreiben. So. Trotzdem bräuchten wir nochmal einen Fix. Aber ich will jetzt nicht hier einfach so mein Stimpack einsetzen. Auch wenn es wahrscheinlich klüger wäre. Weil wir mit Sicherheit dann bald wieder irgendwo überfallen werden. Ach, so wieder. Komm. Wunderbar. Wiegt zwar wieder 1, aber bringt uns theoretisch wieder 30. So. Sind auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Vorausgesetzt, wir kommen hier über den stolperigen Steinweg hier drüber. Jo. Aber jetzt hat nicht mehr, oder wie? Doch, geht schon. Irgendwie kommt man immer vorwärts. Wobei sie jetzt echt gerade ein bisschen... schönes Radio Beacon Signal found. Können wir leider alles nicht anhören, wegen YouTube deutschen Richtlinien. An YouTube würde sie nicht scheitern, aber an den deutschen. So, gehen wir mal da hoch. Wir kommen normal, müssten wir eigentlich jetzt dann schon langsam da sein. Meine, bei Tag wäre es halt viel, viel schöner hier zu reisen, weil man sich da halt viel besser umschauen kann, finde ich. Wow, da ist wieder einer. Aber ich glaube, wir kommen hier nirgendwo durch, oder? Nee. Das heißt, ich muss hier den Weg außen und rum gehen. Geh mir nicht auf den Sack. Was ist davon? Ich will nämlich kein Stimpack jetzt verschwenden. Ich verschwende viel zu oft ein Stimpack. So, kommen wir jetzt hier durch, irgendwie. Irgendwie und sowieso. Da ist schon wieder einer. Penner. Wir machen einem das Leben echt zwar nicht schwer, weil die treffen eh erstens nur ganz selten. Aber sie halten halt auf. So. Jetzt sind wir bald da. Das da vorne dürfte sein. Schaut auf jeden Fall gut danach aus. Nach so einer Vault. Zwar nicht so wie die, wo wir waren. Aber soweit ich weiß, ist eh die Vault 101, also aus der wir kommen. Okay. Schwule Beutelfiecher. War schon wieder so ein Drecksviech. Wahnsinn, was die alles... also, dass da so viele umeinander sind, gell? Glaubt man gar nicht. Bisschen Meat. Bisschen Beef sozusagen. So. You have discovered. Smith, hau mich tot. Sind wir noch nicht da? Ah, okay, die Vault scheint anscheinend... scheint anscheinend knapp daneben zu liegen. Dort ist Smith Casty, bla bla bla. Ich brauche ein Bett oder ein Wasserhahn. Gibt es hier irgendwas draußen, was mal... was besonders toll wäre?
Das Ding ist empty. Okay, nee, also gehen wir rein. Vielleicht gibt es da drin einen Wasserhahn. Von mir aus auch eine Kloschüssel. Irgendwas auf jeden Fall mal. Bis auf Monster zeigt es mir natürlich wieder keine, nichts an. Was nicht so gut ist. Aber ich glaube, die sind alle draußen. Ah, nee. Blödes Vieh. Jetzt hat. So. Gut. Plündern brauchen wir ehrlich gesagt eigentlich gar nicht, weil wir eh belastet sind. Hier schaut es auf jeden Fall so aus, als wäre der Eingang für die Vault. Aber das bringt uns alles nichts. Hier haben wir wieder ein Ding. Dirty Water. Stimpak. Sleep in bed. You cannot sleep enemies nearby. Besser jetzt. Immer noch. Wo denn bitte? Draußen? Ich glaube, die sind draußen. Entweder sind sie draußen oder dann da in dem Gang da unten. Na, ich glaube, die sind in dem Gang unten. Ja. Oder weil hier ist ja nix. Ne. Hier ist auch nix. So, noch einer. Irgendwo muss da noch einer sein. Da hinten ist er. Komm da nicht hinter. Hä? Glitch. Okay, Bug. Ah, jetzt ist er hier rausgeflogen. Okay, nichtsdestotrotz, wir haben auf jeden Fall die Vault, den Eingang gefunden. Aber wir können da draußen schlafen. Schlafen, schlafen, schlafen. Und dann müssen wir uns hier, weil das könnte eigentlich theoretisch unser neues Zuhause werden. Theoretisch, weil ich meine, hier ist nichts. Wir haben hier ein Bett. Wir haben jede Menge Storage Room. Und warum nicht? Also ich meine, warum sollten wir uns im Megaton irgendwo ein Zimmer, Megaton, ja, im Megaton irgendwo ein Zimmer nehmen, wenn wir auch hier einfach genauso gut campieren können, ja? Also, theoretisch wäre es hier eigentlich gar nicht so schlecht. In diesem Sinne, muss ich jetzt kurz eine Pause einlegen, denn ich muss aufs Klo. Aber dann geht's gleich wieder weiter. In diesem Sinne, bis gleich.